ihr uns hört, Welt, dann sagt das sehr gerne, gibt uns ein Lebenszeichen, denn mit dieser Technik zwischen uns und euch ist es immer ein sehr spannendes Unterfangen. Sehr schön. Instagram funktioniert und Amelie sagt Hallo bei Facebook und Elisabeth, Tamara, Jonas, super. Die ersten am Start. Cool. Es scheint zu funktionieren, wir sind verbunden. Hammer. Liebe Menschheit aus Cello- und Klavierverliebten. Ich drehe mich hier die ganze Zeit um, weil wir zwei Kameraeinstellungen haben. Genau, ich präsentiere die famose Stefanie John am Cello. Hat ihren wunderschönen Körper samt dem Körper ihres Cellos hierher bewegt ins Herzbergsche Studio, um für euch ein kleines, mit mir ein kleines Nikolaus-Konzert zu spielen. Das soll so ein bisschen eine, ja, Pre-Show sein zum großen Konzert mit Ensemble am 20., wo wir in einen geheimen Ort fahren, ein Studio, wo wir das extra für euch aufnehmen. Und hier kriegt ihr einen kleinen Vorgeschmack und sollt euch ein bisschen einstimmen. Und dazwischen passieren noch so ein paar kleine Überraschungen. Deswegen zunächst erstmal ein bisschen Musik und dann mehr von euch und von uns. Thank you.
zwar Sales, liebe Klavierflüte und Celloflüte da draußen. Erste Frage an euch. Bei Facebook und bei Instagram habt ihr uns gut gehört? Könntet ihr uns hören? Konntet ihr die Nikolaustöne wahrnehmen? Ein Herzbombardement. Oh, danke schön. Für das Bombardement. Erstmal 142 Menschen schauen zu bei Instagram, sehe ich gerade. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Und irgendwo sieht man das hier auch bei Facebook. Aber ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall, egal ob ihr aus dem Facebook-Land kommt oder aus dem Instagram-Land, das ist eine globale Welt, wir gehören alle zusammen. Danke, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Und ja, wir freuen uns auch auf Feedback bei einem echten Konzert, das wir jetzt lange nicht spielen durften. Könnt ihr immer zuhören, aber in diesem Format könnt ihr uns auch was sagen. Und uns würde uns zum Beispiel interessieren, was habt ihr gemacht ohne Konzerte? Also wie war das für euch, nicht in ein Theater gehen zu können oder in einen Konzertsaal? Was hat es mit euch gemacht? Schreibt es gerne mal rein. In der Zeit, ja, können wir mal, oder Stefanie, vielleicht kannst du mal von dir erzählen, was hat es mit dir gemacht? Ja. Keine Bühne besuchen zu dürfen. Ja, das war natürlich echt schwierig für mich. Viele Auftritte haben einfach nicht stattgefunden und es war auch diese Unsicherheit, die noch zusätzlich anstrengend war. Man hat was vorbereitet, was verändert, umgestellt und musste dann doch leider wieder absagen. Das war sehr, also dieses Umorganisieren war sehr anstrengend. Und ja, ich kann sagen, für mich selbst, mir ist eigentlich bewusst geworden, wie wichtig Live-Musik für mich ist. Also gar nicht mal unbedingt nur als Musikerin auf der Bühne, sondern einfach dieses Erlebnis in einem Raum, in einem schönen, besonderen Ambiente, gemeinsam da zu sitzen und solche Momente zu teilen. Also wirklich berührende Momente, die man erlebt. Ja. In einem Konzert oder in einer Veranstaltung. Und tatsächlich gehe ich im Normalfall eigentlich gar nicht so viel auf Konzerte. Ich spiele ja mit vielen verschiedenen Menschen. Aber in der Zeit zwischen den Lockdowns habe ich wirklich intensiv das wahrgenommen, was ich konnte. Also habe Kollegen besucht, habe wirklich inspirierende Musik gehört und wusste das wirklich zu schätzen, was dieser Live-Moment macht. Ja. Ja, also ich habe dann, ich saß nur im Publikum und habe gedacht, das ist Seelenbalsam. Also wirklich diese Konzerte, diese Live-Musik-Geschichten, das ist Seelenbalsam. Jeder nimmt was anderes mit, jeder erlebt was anderes und trotzdem ist das so eine Verbindung, ja, von Menschen miteinander. Und ja, also ich erinnere mich auch sehr gerne an die Konzerte, die wir dann in dieser beschränkten Variante, aber als Open-Air-Veranstaltung gemacht haben. Und die wenigen Konzerte, die stattfinden durften, ich fand, das war eine besondere Atmosphäre. Unglaublich schön, zum Beispiel das Picknick-Konzert in Werder. Ja. Ja, für euch zur Info, dieses Jahr fanden eigentlich nur zwei Konzerte statt, obwohl sehr, sehr viel mehr geplant waren. Und das waren Open Airs mit sehr beschränkter Publikumszahl. Und das hat uns auch so ein bisschen wachgerüttelt nochmal, sonst verliert man irgendwann diese Verbindung zu diesem Moment, weil das ist für uns auch sehr aufregend, man muss sich immer wieder einspielen. Und es gab nur zwei Konzerte und ich weiß, dass viele von euch Karten hatten für unsere Konzerte in diesem Jahr noch, aber die kronen wir alle nach. Und ich glaube, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, was ihr geschrieben habt, zu dem, was Stefanie gerade gesagt hat, was ihr Live-Konzerte bedeuten, also auch aus Publikumssicht. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was ihr geschrieben habt. Es hat zumindest keiner von euch geschrieben, nö, ist doch egal, Spotify reicht. Ich glaube einfach mal, ihr fühlt uns. Und wir können euch auf diesem Wege ein bisschen, wieder ein bisschen Vorfreude geben. Ich glaube, ich bin ja so ein chronischer Optimist. Ich glaube, das kommt wieder. Ja. Und wir haben viel vor nächstes Jahr. Und deswegen jetzt wieder ein bisschen Musik, beziehungsweise eine Sache noch. Wir haben uns ein kleines Spiel ausgedacht, bevor das nächste Stückchen erklingt. Wir möchten zwei CDs von uns
verlosen. Und zwar für einen guten Zweck. Das sind diese beiden hier. Erstmal Cello Crossing von Stefanie John und Stratz. Hier im Spiegel vergesst, Stratz. Hier ist es Stars von Martin Heftberg. Und wir wollen die jetzt hier versteigern. Wir haben keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und dann den Erlös für einen guten Zweck spenden. Und wir waren so überfordert, dass wir noch gar nicht genau wussten, für welche schöne Sache. Bitte schreibt rein, welche Sachen ihr schön findet. Und dann suchen wir eine dieser karitativen Dinge, die ihr vorgeschlagen habt, aus, um den Erlös aus diesen beiden CDs, die wir im Paket jetzt versteigern, hier dorthin zu spenden. Wie läuft das Ganze? Ihr könnt jetzt einfach hier bei Facebook in die Kommentare oder hier bei Instagram in die Kommentare schreiben, was euch diese beiden von uns handsignierten CDs wert wären und euch dann gegenseitig im Preis steigern. Das kann gleich total in die Hose gehen, weil ich schreibe 5 Euro, Schluss, mehr gibt's nicht. Dann gehen wir heute Nacht heulend ins Bett. Ja, und vielleicht könnt ihr uns auch noch einen Tipp geben, wie wir das noch attraktiver für euch machen können, noch besonderer. Sollen wir uns gegenseitig porträtieren und mit Goldlackstift in die CDs reinmalen? Oder reicht ein Autogramm oder ein Gedicht vielleicht? Genau, wir sind flexibel. Das heißt, derjenige, der erfolgreich ersteigert, der darf sich diese beiden CDs hier präparieren lassen von uns. Also sie werden custom made und für immer verewigt und mit diesem Konzert hier verbunden sein. Das als kleiner Anreiz. Und die Versteigerung beginnt jetzt sozusagen. Deswegen haut den Preis raus, den ihr dafür geben würdet, bei Instagram und Facebook. Und ja, ich genau, sehe auch schon dann, die ersten Vorschläge. Cool. Hospiz Initiative Kiel schlägt jemand vor. Ah, okay. Ja, wir müssen dann ein bisschen, schreibt es gerne sonst auch nochmal ein Foto von uns beiden zusammen. Das könnte man dann noch machen in die, zu dem CD-Pack. Ja, klar. Besonderes Foto. Wir können ein Foto hier nach der Show machen. Mit Masken. Mit Masken oder ohne und Abstand. Und das kommt dann dazu. Lokales Tierheim finde ich auch eine sehr gute Idee. Ja. Obwohl die, glaube ich, im Moment auch alle ziemlich leer sind, dadurch, dass alle sich einen Kuschelfaktor nach Hause nehmen. Du meinst, Tiere werden jetzt benutzt, um zu Hause nicht allein zu sein? Leider ist das nur so, dass also wir hoffen natürlich das Beste für die Tiere, dass sie da dann wirklich bis an ihr Lebensende bleiben. So, also vielleicht auch eure Vorschläge gerne wiederholt schreiben, weil wir natürlich müssen dann schauen. Offroad Kids klingt auch interessant. Vielleicht Lina, nehme ich mal an, vielleicht Lina, kannst du das nochmal genauer erklären. Kinder- und Jugendhospiz finde ich auch ganz toll. Mitteldeutschland gibt es auch in Berlin. Die Tafel ist auch super. Die Tafel fände ich auch eine gute Idee, Martin. Ja. Weil, also falsch ist es an keiner dieser Stellen. Nee, natürlich. Ne? Aber die Tafel wahrscheinlich im Winter besonders passend. Ja. So umgänglich. Was zu Corona-Zeiten tatsächlich auch für Obdachlose besonders hart ist. Ja. Ja, genau, eine schöne Option. Toll. Und mir fällt gerade ein, wenn egal ob ihr bei Instagram oder Facebook einen Preis für dieses CD-Doppelpack vorschlagt, wir schicken es zweimal raus, weil sonst müssten wir gucken, wer bei Instagram und wer wie viel bei Facebook gesteigert hat. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen werden wir es zweimal raushauen. Und vor dem letzten Stück machen wir einen Countdown und dann legen wir fest, wer die CD ersteigert hat oder die CDs. Genau. Ja. Und wieder ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ja. Stefanie hat ein brandneues Cello gebaut, das sie uns jetzt musikalisch und vielleicht mit Wort demonstrieren wird. Ja, also das ist ja, wie viele schon wissen von Martins Konzerten, kein normales Cello, sondern ein Cello mit Resonanzsaiten. Und ich habe ein neues gebaut im Sommer und tatsächlich ist der Lack so rot geworden, so extrem rot, dass es von innen sehr martialisch aussah. Und eine Mitbauerin hat gemeint, das sieht ja aus wie ein Vampir. Und schon war der Name Vampanula geboren. Ja? Also darf ich euch vorstellen,
Das ist Vampanula. Tada! Tada! Die Vampanula, ja, genau. Tada. Ja, und für euch auch nochmal das Stück. Einige kennen es sicherlich schon, aber wer noch nie eine Campanula gehört hat, da spiele ich immer sehr gerne dieses kleine Stück von mir, weil man da auch die Resonanzseiten kurz mal hören kann. Das heißt Himmel. Es ist nach einem Zitat von einer buddhistischen Nonne und es geht so: Du bist der Himmel, alles andere ist nur das Wetter. Thank you.
Das war Der Himmel und Save Me and I Save You. Ich hoffe, ihr seid noch da. Die Technik ist uns heute hold. Ja, wunderbar. Deswegen sehr schön, dass ihr noch da seid, dass wir uns zumindest auf diesem Weg zusammenfinden können. Und wir kommen gar nicht hinterher bei so vielen Kommentaren. Das erschlägt einen richtig, aber ich glaube, wir gucken uns das danach auf jeden Fall an, was ihr geschrieben habt. Auf jeden Fall. Deswegen, ja, haut's raus. Haut die Liebe raus, wir hauen sie zu euch zurück, sozusagen. Die Herzen fliegen auf jeden Fall schon die ganze Zeit. Ja, und es ist auch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Livestream geschaltet habt, das kann man ja auch ohne Musik. Es ist ein bisschen strange, ne? Ja, es ist komisch. Es ist komisch? Stummer Applaus. Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Ja, weil man ja natürlich zwischendurch merkt, ah ja, also eure Nachrichten sehen wir ja dann, auch wenn immer nur ein paar, aber es ist schön, also es ist trotzdem ein Austausch, ne? Ja, ja. Es ist trotzdem eine Verbindung. Also, ja, ja, also ihr habt eine Anwesenheit. Wir fühlen eure Anwesenheit, wenn auch nur durch Kommentare, Herzchen und, aber wir fühlen sie. Und bei dem großen Online-Konzert am 20.12. mit Ensemble, da werden wir auch sehen, was ihr schreibt. Also es wird auf einem großen Screen, werden wir sehen können, was ihr schreibt und auch darauf reagieren können. Ihr seid also auch da, wirklich da. Ich habe sogar gehört, dass es jetzt Apps gibt, die können Applaus simulieren. Und den hören wir dann. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das klappt, aber das ist wohl in Planung, dass wir euch sogar hören können. Denn das macht auch nochmal wirklich einen Unterschied. Genau. Und wir sehen, ein paar Leute haben gespendet. Oder ich, also haben ein Gebot abgegeben. Ich sehe hier Jodi, 50 Euro. Danke, Jodi. Wir gucken mal, wie es hier weitergeht, bei Facebook dann auch. Wow, so viel. Der Werner Bühler schreibt auf Facebook, dass man sich nicht daran gewöhnen darf, an dieses... Nee. Nein, das ist natürlich damit auch gar nicht gemeint gewesen. Natürlich soll man sich nicht daran gewöhnen, dass wir nur noch vor unseren Rechnern sitzen und wie bei Matrix alles virtuell erleben. Aber es ist eine gute Überbrückungsmöglichkeit, so sehe ich das. Genau, als Brücke sehe ich das auch. Und ja, wir werden uns nicht daran gewöhnen. Wir werden nächstes Jahr wieder Traumdrück in echten Seelen spielen vor euch mit echten Menschen. Das ist nicht der Plan hier, das als die Zukunft zu machen und echte Konzerte zu ersetzen durch solche Livestreams. Das ist nicht unser und ich glaube auch nicht euer Bedürfnis. Nein, das wird nicht passieren. Aber es gibt natürlich auch einen Vorteil von so einem Livestream. Ihr könnt von jedem Ort dabei sein. Ja. Das ist natürlich, hat keine Reisekosten. Ihr könnt gemütlich zu Hause sitzen und könnt von überall aus zuschauen. Und ich sehe auch, hier kommen ab und zu mal Kommentare von Menschen, die, glaube ich, nicht in Deutschland leben. Ehrlich? Ja, ja. Also Italienisch. Auch das wird überprüft. Das wird genau überprüft. So, if you are not from Germany, if you don't speak German, a very warm welcome to you, especially because we want to tour the world as well. We want to come to your place. And I know that there are some people out there who already recognized us from Italy, from Europe, or also from overseas. So thanks for watching. There will be more stuff coming in English soon. Und zugleich muss ich halt auch Deutsch reden, weil ich mich da viel mehr zu Hause fühle und nicht so komisch klinge. Aber ja, thanks, you are very, 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 very welcome. Ja, und hier ruft schon jemand nach Zugabe, wir sind ja noch nicht mal am Ende, oder? Nee, sind wir nicht. Wir sind noch nicht am Ende, noch lange nicht. Aber gibt es denn schon die Spenden? Könnte nicht eigentlich auch der entscheiden, wohin gespendet wird, Idee. Das ist sehr gute das Idee. Das macht es ein bisschen leichter. Also derjenige, der oder die zwei Menschen, die diese jeweils zwei CDs ersteigern. Ihr bietet auf zwei CDs, signiert und customized. Die Person darf entscheiden, wohin wir den Ertrag spenden am Ende. Und wir haben noch anderthalb Songs, dann wird geguckt, wer diese CDs zu welchem Preis ersteigert hat. Und ob wir heute weinend ins Bett gehen oder lachend. Und ich glaube, du hast schon aus Indien oder sowas?
Ja. Ein Dankeschön, dass du auch mal Englisch gesprochen hast. Ja, sehr cool. Dann lass mir nochmal die ultimative Sprache der Herzen sprechen. Ja. Yeah, thanks for thanking us. Now there's a bit more music coming from Germany. Ihr hört Back Home. Thank you.
Stefanio an der Wampanula. Martin Herzberg an den Tasten. Ihr am Couch. Ihr am Couch. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. So, und wir kommen zum Finale. Ich gucke mal ganz kurz, ob ihr noch da seid. Ihr seid noch da. 173 Menschen bei Instagram und eine nicht zu definierende Anzahl bei Facebook, denn ich sehe es im Moment irgendwie nicht. 150, doch, man sieht es. Also wir sind über 300 Menschen, liebe Menschheit. Cool, cool, dass ihr da seid. Danke für all die Herzen. Wir schauen uns das noch in Ruhe an. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, gleich zum Countdown aufrufen. Ja. Und herausfinden, wer der oder die Ersteigerer der CDs ist. Das heißt, du müsstest jetzt beide Nachrichtenverläufe im Blick haben. Ja. Und dann, damit es euch nicht so langweilig wird, müsste ich dann was spielen. Würde ich auch gerne tun. Genau, das Stefanie spielt die Countdown. Ein sehr kurzes Stück. Das heißt, ihr müsstet dann jetzt sofort euer Gebot eingeben. Ja, okay. Und wir machen das so, wenn nachdem dein letzter Ton erklungen ist, ist Ende Gelände. Ist Ende Gelände. Ja, doch. Und du schaust immer, wo gibt's welche Gebote. Ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem mit nur einer Runde. Wenn die Musik aufhört... Muss man da auch Geld mitbringen? Wenn Stefanie ihr kurzes Stück beendet hat, das ist der Gong. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten sozusagen. Ach, ich sag das einfach nochmal. Ja, Fass doch, genau. Kannst du noch sagen, aber fass doch nochmal zusammen. Vielleicht haben jetzt welche erst zugeschaltet, was jetzt geboten wird. Jetzt bräuchte ich sozusagen Fahrstuhlmusik liebe Freunde, schaut euch diese fantastischen CDs an. Für diese wird jetzt eine kleine Aktion gestartet. Ihr könnt jetzt innerhalb der nächsten zwei Minuten, wenn Stefanie ihr Stück nochmal bieten. Wunderschöne Form, schöne CDs. Einmal Martin Herzbergs wunderschönes Album Struts, aka Stars, und Stefanies Cello Crossing. Was passiert denn mit dem Geld, Martin? Das Geld kommt einem guten Zweck zugute, dass der Ersteigerer ausruhen darf, wohin es geht. Ansonsten schlagen wir etwas vor. Aber es wird ein guter Zweck sein. Menschen werden sich freuen darüber, dass ihr diese zwei wunderschönen CDs ersteigert und ihr könnt sie anschließend noch customisieren lassen durch unsere Hand. Ja. Okay. So, go. Let's go. Das Stück, was ich spiele, passt vielleicht so ein bisschen in so eine trubelige Weihnachtsvorbereitungszeit und jetzt auch für den Countdown. Jetzt wird es spannend. Ich sehe hier schon 60 Euro von Bettina, einem Top-Fan auf Facebook. Gut, ich spiele für euch das Stück Planning, eigentlich aus der Hochzeitssuite für Hochzeitsvorbereitungen, jetzt für unseren spannenden Countdown. Oh, go, go, go. Zum zweiten,
Und zum dritten Schluss. Und ja, cool. Ich glaube, und bitte korrigiert mich, wenn irgendjemand was Höheres gesetzt hat. Ich beginne mal kurz bei Instagram. Die liebe Anne VKS hat gerade 80 geschrieben. Und wenn das nicht gerade dein Alter ist, liebe Anne, dann hast du soeben diese beiden Alben ersteigert, die wir für dich personalisieren werden. Danke dafür. Und bei Facebook sehe ich Bettina, glaube ich, hat dort die CDs für 60 Euro ersteigert. Deswegen danke Anne, danke Bettina. Schreibt doch nochmal, wofür ihr das Geld spenden würdet. Genau, das wäre super. Also, ansonsten können wir dann die Spenden überweisen. Ja, wenn ihr keine Idee habt, werden wir eine haben. Da gibt es genug, insbesondere in Berlin. Und schreibt es gerne dazu. Aber danke fürs Ersteigern. Da freuen sich ein paar Menschen sehr drüber. Und ja, ich hoffe, ihr fandet es spannend. Wir auf jeden Fall. Wir dürfen erhobenen Hauptes heute ins Bett gehen. Unsere CDs waren 60 bzw. 80 Euro wert. Yeah. Sehr schön. Und ja, was machen wir jetzt, Stephanie? Naja, ich würde sagen, wir verabschieden uns so langsam. Ja. Und vielleicht hast du schon oft auf das tolle Livestream-Konzert hingewiesen. Ah. Ich glaube, ja, oder? Ich habe darauf hingewiesen, ich mache es aber trotzdem nochmal. Das ist ein Experiment, dieses Live-Konzert am 20.12. Sehr nette, sehr fleißige Menschen, Shoutout to Chrissy, Christopher, Vicky, haben dieses große Konzert organisiert, wo wir mit Ensemble spielen dürfen in einem Studio. Das heißt nicht zu Hause, sondern richtig fett. Mit Lichtshow, die es vorher noch nie gab, die sollte es eigentlich geben dieses Jahr bei den echten Konzerten. Mit sehr gutem Ton, also eigentlich so alles, was ihr aus dem Herzberg-Universum kennt, nur in besser, visualisierter, mit Stars, auf Stars optimiert, das ist eine Reise zu den Sternen und zurück. Und eigentlich wollte ich euch diese Show, oder wir wollten euch diese Show in Person zeigen dieses Jahr. Das hat nicht geklappt. Das hindert uns aber nicht daran, das am 20.12. zu tun, mit vielen Kameras und ganz viel Liebe bei euch zu Hause sozusagen auf der Couch. Deswegen, ja, das lohnt sich. Tickets kosten ab 15 Euro links. Den Link findet ihr in der Bio oder auch hier in der Veranstaltung. Genau. Ihr findet diesen Link. Martin, noch eine Frage hier von Instagram. Oder ich kann sie auch selbst beantworten. Die Frage war, wann findet das Konzert statt? Und zwar beginnt das eigentliche Konzert 20 Uhr, aber was vielleicht auch interessant ist für viele, die nämlich zum Beispiel Schichtarbeit haben, ihr könnt Tickets buchen für 24 Stunden. Das heißt, auch wenn das Konzert schon vorbei ist, könnt ihr mit eurem Ticket für 24 Stunden das noch anschauen. Genau. Ich glaube, sogar einen Tag danach könnte man es auch noch kaufen. Aber schaut da einfach mal bei Live4You vorbei. Und was mich jetzt noch interessiert, weil ich es noch nicht genau weiß, aber das kannst du ja den anderen allen auch erzählen, was passiert davor? Ich habe gelesen, es gibt eine Pre-Show. Mensch, Stephanie, gut, dass du mich erinnerst. Ich möchte es ja auch wissen, was da kommt. Ja, es gibt, gut, dass du sagst, es gibt eine Pre-Show, das heißt, man sieht ein paar Backstage-Eindrücke. Ich möchte euch zeigen, wie das Studio dort aussieht, wer dort arbeitet. Ich möchte ein bisschen selber die Menschen interviewen und ihr erfahrt einiges mehr über mich und uns von der Geschichte. Also wir holen altes Material raus und zeigen es euch von vorherigen Konzerten und von Tour-Erfahrungen. Also um das Ganze, um euch abzuholen und mal zu zeigen, was ging denn eigentlich so hinter den Kulissen in letzter Zeit und an diesem Tag ab. Also es gibt einiges mehr als nur, in Anführungszeichen, nur das Konzert zu sehen. Genau, ja, deswegen, ihr wurdet jetzt erstmal genug mit Werbung Bescheid, aber wenn ihr wollt, und das fragen wir euch jetzt sozusagen, wenn ihr wollt, spielen wir euch noch ein Stück. Deswegen schreibt mal kurz rein, ja, spielt noch ein Stück, oder nee, lass mal, oder war kacke, nie wieder spielen. Martin. Schreibt eure Meinung oder schickt Herzen, dann spielen wir euch noch ein Stückchen. Melanie, das Ticket kannst du online kaufen. Also du findest überall auf Martins Webpräsenzen den Link zu Live4You und da kannst du dir dann ein Ticket aussuchen. Genau. Auf meiner Webseite bei Terminen ist es auch
Ja. Ja, ansonsten bei Instagram in der Bio oder bei Facebook unter diesem Stream hier. Ja, spielt noch ein Stück, sagt Christina. Ach, ehrlich? Cool. Auch Steffi. Ja, sehr schön. Ja, sehr gerne, Lothar. Na, ich nehme das mal als Ja wahr. Das nehmen wir mal jetzt mal als Ja. Wir zählen die Stimmen nicht aus. Da würde sich eh ein bekannter Mensch an den USA sehr aufregen drüber. Ja, vor allem, wenn das Leute mit 18.000 A's am Ende schreiben, dann müssen wir... Dann stimmt. Wir zählen die A's reichen aus. Deswegen, ja. Sehr schön. Lasst euch überraschen. Vielleicht wissen ein paar Menschen von euch, was jetzt kommt. Thank you.
Stefanion. Martin Hesberg. Yeah. Oh, ja. Er muss sich mit dem Mikro verbeugen, nicht mehr. Ach stimmt, die müssen uns verbeugen. Ja. Mit Abstand. So. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Danke, liebe Klavierverliebte. Danke, liebe Cello-Verliebte. Schön, dass ihr dabei wart. Und nein, fürchtet euch nicht, das ist nicht die Zukunft, aber es ist ein Weg, in dem wir euch Musik bringen können, ihr Musik hören könnt und wir zusammen über diese lange Brücke gehen namens besondere Zeiten. Das tun wir hier und ich finde, das ist die Chance in diesen Zeiten, dass wir Dinge zusammen tun. Auch das haben wir heute in gewisser Form getan. Deswegen vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei diesem kleinen Nikolaus-Konzert mit Stefanion und mir. Wir schauen uns gleich nochmal eure Kommentare an, deswegen danke fürs Dabeisein, Herzchen und Schreiben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald in Person oder am 20.12. beim großen Online-Konzert, das den großen, echten Konzerten in nichts nachstehen wird. Ja, Stefanie, möchtest du noch was sagen? Ja, nochmal herzlichen Dank an die beiden, die hier meistbietend das CD-Paket erworben haben und damit auch gleichzeitig noch einen guten Zweck unterstützen. Ich bin sehr gespannt, wem ihr spendet. Und ja, ich freue mich auf viele, viele, viele Zuschauer am 20. Das wird spannend. Ja, definitiv. Deswegen Anna Bettina, das sind die beiden schönen Menschen, die diese CDs ersteigert haben. Wenn ihr was Bestimmtes darauf haben möchtet, dann schreibt es uns. Ansonsten, ihr findet Stefanie CD bei ihr auf der Webseite. Meine gibt es auch auf der Webseite bis zum 13. mit goldener Unterschrift. Haut rein, also wenn ihr eine CD verschenken möchtet. Und danke fürs Zuschauen nochmal von unserer Stelle. Ja. Und ja. Und habt noch einen schönen Sonntag. Und bald. Merry Nikolaus to everybody. And thanks for all the foreign listeners and viewers today. I try to get my German accent better. Yes. Okay, es reicht. Danke euch. Bis bald. Danke euch. Tschüss. Zuschauen. Ooh.